Das Leben und Lieben sind selbstverständlich, aber nicht immer selbstverständlich. Mir wegen Elon Musk jetzt Twitter runtergeladen. Ich bringe jetzt auch über Facebook Leute, um es uns zu erleichtern. Mein Freund hatte mir vorgeschlagen, dass ich an meinem Geburtstag Lotto spiele, aber ich habe es nicht gemacht. Ich bereue es ein bisschen. Banos. Das Buch nehme ich mir gerade mit. Das klingt gut. Frühlingserwachen. Oh, man sieht die Steine nicht. Egal. Mir wurde heute die heilige Dreieinigkeit beigebracht. Die hat schon so unterbewusst in mir geschlummert. Ich habe es so nicht gerafft. Und da ist der Orion, aber ich glaube, man sieht die Sterne nicht so wirklich auf der Aufnahme. Der ist genau einfach hier. Man sieht ihn genau vom Innenhof. Aileen ist einfach auch in den Ententeich gesprungen. Und ich habe ihr nicht gesagt, dass ich das mal gemacht habe. Und jetzt hat sie dasselbe. Aber die Pfleger fanden scheiße. Auf der geschlossenen, als ich Leute besuchen war, habe ich ganz viel Liebe verbreitet. Eine, die vorher Leute angegiftet hat, verteilt jetzt Süßigkeiten. Und genau, gerade springt jemand in den Teich. Der Ententeich in Winnenden ist sehr cool. Ihr könnt da gerne hinreisen, es ist auf dem Psychiatriegelände dort, ZFP Winnenden. Genau, ich will nach Amerika reisen, wegen Elon Musk. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Und schaut euch von South Park das Video zu Mormonen an. Das ist richtig lustig mit diesem Dumm-Dumm-Dumm-Dumm-Dumm an. Oh, das ist so lustig. Ich kann jetzt Hand auflegen, aber bisher nur richtig bei Tieren, weil Menschen denken mehr nach. Vorhin war es so, da habe ich
Bei Hunden muss man halt machen, dass der Hund sieht, dass der Besitzer einverstanden ist. Genau, da habe ich dem Besitzer gesagt, dass er meine Hand nehmen soll und auf den Hund legt. Und da habe ich angefangen so zu machen und war völlig überdreht. Also habe dieselbe Körpersprache benutzt wie ein ganz, 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 ganz liebevoller Hund. Und dann wurde der andere Hund auch von Liebe durchflutet und hat versucht, mich anzurammeln. Es war einfach vor lauter Liebe. Das war so lustig. Ich habe immer noch Schwankungen. Den einen Tag schlafe ich nur eine Stunde, den anderen Tag, keine Ahnung, 12 Stunden. Dann liegt den ganzen Tag nur im Bett. Also morgen wird es wahrscheinlich eher ruhiger. Heute, also ich kann immer mehr geben und das ist voll toll. Ja, auf Facebook war ich jetzt aber auch ein Weilchen nicht online, weil, keine Ahnung, mein Freund braucht halt PC auch zur Aufrechterhaltung. Es geht nicht nur mit mir, dass ich die ganze Zeit am PC bin. Was ist sonst noch so passiert? Genau, ich mache Prophezeiungen zu Luna Darko und sie glaubt mittlerweile auch dran, schaut ihre Videos. Ihre Transzendent nimmt dadurch immer mehr zu. Das ist so cool. Das ist so verrückt. Ich habe ihr ein paar Tipps gegeben, damit ihr Baby gesund ist. Ich hoffe, sie nimmt die an. Was habe ich sonst noch so gemacht? Genau, ich war auch im Supermarkt. Es war richtig lustig. Ich hatte so, ich brauche nicht mal sprechen und einfach nur auf irgendwelche Sachen zeigen und sehe überall Erleuchtung. Die alten Ägypter waren sehr weit. Die konnten mit ihren Pyramidenschwingungen so ganz stark machen. Keine Ahnung. Worte gerade vergessen, weil so viel, wow. Und genau, sie liebten auch den träumerischen Zustand und ich habe erkannt, ich bin wirklich einer der stärksten Träumer aller Zeiten. Völker, die Pyramiden gebaut haben, waren scheiße, scheiße weit. Schade, dass sie untergegangen sind. Ich will eigentlich nicht, dass so viel untergeht, was momentan vorhanden ist. Aber ja, dadurch, dass halt Leute an vorhandene Machtstrukturen klammern, wird es Gewalt geben, aber es wird auch Frieden kommen. Ich würde euch empfehlen, euer Immunsystem zu stärken. Ihr braucht aber keine Angst haben. Kreative Leute unter euch, verbreitet Memes mit Mormonen und Trumps Hautfarbe. Kätzchen, Einhorn, Hase. Folge dem Kaninchen. Google verkauft ihre personenbezogenen Daten nicht. Werbung kann zur Erleuchtung genutzt werden. Hallo, ich von Captain Peng. Kekse. Rede mit mir. Wenn man gelungen. Wenn man Geduld lernt, hilft das beim Einschlafen. Also heute Nacht habe ich wieder richtig viel geschlafen. Das ist gerade immer abwechselnd. Eine Nacht schlafe ich so gut wie gar nicht, die nächste wie ein Stein. Und genau, also Geduld ist echt noch was ich lernen muss, weil öfters, ich habe halt immer wieder so, einerseits kann ich mich voll gut konzentrieren, also richtig, richtig krass. Und dann wieder das komplette Gegenteil. Und ich glaube, ich bin einer der stärksten Träumer ja, auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, das habe ich gestern schon mal gesagt. Ich weiß es gar nicht so genau. Also gerade kann ich mein Ego wieder ein bisschen besser als Werkzeug benutzen und bin nicht ganz so verschallert wie gestern Abend. Also ich meine, ich hatte auch kaum geschlafen. Aber es war irgendwie auch ein angenehmes Dumm. Und man kann da ziemlich viel Spaß haben. Genau. Gestern habe ich noch mit Aline geredet und sie hat mich ein bisschen inspiriert, wie die Quantenphysik und der andere Kram kombiniert werden kann. Ich glaube, Elon Musk hat meine Nachricht gesehen, aber nicht direkt geantwortet, deswegen habe ich ihn auch nicht direkt geantwortet. Was habe ich noch gemacht? Genau, ich wurde geblitzt. Aber ich kann mit Führerschein weiterfahren. Glück gehabt. Was ist sonst noch so passiert?
Was habe ich noch so vor? Genau, ich werde demnächst mal so ein paar lustige Kinderfotos von mir zeigen. Und ich will immer noch dieses WhatsApp-Video zur Erleuchtung machen. Weil ich kann selbst in ziemlich krassen Zuständen halt noch reden. Das kann, glaube ich, jeder. Und da konnte ich sogar noch schreiben. Und den WhatsApp-Text möchte ich hier auf jeden Fall noch teilen. Nur bisher bin ich halt wirklich nicht dazu gekommen. Es tut mir voll leid. Vielleicht mache ich es nachher, aber ich weiß es nicht. Genau. Ich habe auch an Pyramiden und Schwingungen gedacht. Da gibt es ja auch einen Zusammenhang. Heute will ich mir den Da Vinci Code anschauen. Da lerne ich auch noch was dazu. Was mag ich sonst noch so machen? Stringtheorie. Aber ich bin halt zu faul, um das Ganze nachzurechnen. Aber vielleicht macht es Elon Musk. Da kann das auch besser als ich. Ich bin voll gut im Rumträumen, um so irgendwelche coolen Ideen haben. Aber manchmal träume ich zu viel rum und mach's dann gar nicht. Aber wenn ich so Leute um mich rum habe, die mich beim Machen unterstützen, ist es voll gut. Dankeschön. Ich habe Nemo gefunden. Genau, am Freitag gibt es eine verrückte Party. Ein kleines Rätsel an einen der Hundetypen. Ich mag Musik. Von den Leuten, die weit genug sind, die bekommen auch meinen WhatsApp-Kontakt. Hab da spontan auch schon zwei Leute im Kopf. Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Aber das kommt noch. Also der eine hat schon, aber der bekommt. Und der andere hat noch nicht komplett, aber bekommt auch. Je mehr ihr diesen Kanal unterstützt, heißt irgendwie das auch verbreitet und so. Wo ihr wisst, die andere Person ist im richtigen Mindset. Umso weniger Arbeit, meinen Fokus muss ich darauf lenken. Und umso mehr kann ich den Leuten persönlich irgendwie auch antworten und dann auch individuelles Coaching machen und nicht nur so allgemeines wie in dem Video. Obwohl, manchmal mache ich auch individuelles, aber nicht die ganze Zeit. Also manchmal sind gewisse Dinge tatsächlich an Personen gerichtet. Aber ich mache das manchmal auch so, dass mehrere Personen was davon mitnehmen können. Ich finde es voll schön, dass Hyperraum sein Sprachrohr nutzt, um es noch weiter zu verbreiten. Meine eine Freundin, die ist ein Vogel, die hat vor, in der Zukunft, dass es Roboter-Therapietiere gibt. Heißt zum Beispiel, dass es auch für Allergiker geeignet ist. Und mein Hund ist ja immer noch irgendwie auch ein Lebewesen und bekommt nicht alles hin, obwohl echte Tiere natürlich auch super geil sind, also wirklich, ich liebe Tiere. Aber ja, ich finde, so ein Roboter-Tierchen kann auch auf richtig spezielle Bedürfnisse eingehen. Also, keine Ahnung, der kann auch Tabletten rausgeben oder so. Genau, ich fände es voll toll, wenn sie da auf ihrem Weg ein bisschen Unterstützung erhält. Auch was ihr Studium angeht. Und was finde ich noch toll? Genau, ich bin drauf gekommen, man kann Roboter und künstliche Intelligenz Erleuchtung beibringen. Dann braucht man eigentlich keine Angst haben. Wenn man auf eine Pütze springt, zählt es dann als Wasserteilen. Gestern habe ich seit 4 Jahren das erste Mal wieder Fleisch gegessen, weil ich wurde verarscht. Habe ich auch zu der gesagt, ja, du gibst Veganern also heimlich Fleisch. Oh, habe ich heimlich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Aber ja, dennoch aufessen, weil ich hätte es sonst weggeschmissen. Und ich finde, ein Weinberg
ging tatsächlich für mein Ego klar. Bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ist es mein Ego, was Fleisch nicht so mag? Oder ist es die Transzendenz? Weil eigentlich ist ja in allem Liebe, auch im Fleisch. Klimawandel ist halt Bebe. Ich mag Mutter Erde halt. Und die Tierchen. Aber ich denke, weiß nicht, so geschenkte Sachen oder irgendwie, wo der Kreislauf nicht mehr unterstützt wird, da mache ich ja momentan Ausnahmen. Das geht momentan auch für mein Ego klar. Aber wenn ich jetzt zu viele Sachen machen würde auf einmal, die mein Ego absolut nicht mag, das kann ich noch nicht. Es ist auch noch so, dass minimal was in mir reagiert, wenn da irgendwie Schmerz ist. Also ich tue nicht instant nur rumlächeln, wie zum Beispiel Buddha das gemacht hat. Wenn mein Freund zum Beispiel ziemlich arg leidet, kann es sein, dass ich eine Minute lang weine, aber dann fange ich wieder an, fröhlich rumzuhüpfen und habe mir zum Beispiel mit der anderen Prinzessin Sachen angeschaut. Heißt, ich lasse die Emotionen einfach fließen und dadurch habe ich dann voll schnell wieder Freude. Es hat sich für sein Ego dann ziemlich scheiße angefühlt, dass ich dann halt wieder so glücklich war. Das sind halt Egos nicht gewohnt. Was gibt es sonst noch so zu meiner Entwicklung? Ich glaube, ich muss echt... Also das mit der Ungeduld ist, glaube ich, heute schon ein Tick besser. Weil ich würde halt am liebsten die ganze Welt auf einmal zur Erleuchtung erbringen, aber es geht halt nicht. Das muss ich Stück für Stück machen. Und ich kann nicht auch, wenn Leute, manche wollen das gar nicht. Und ich kann das denen ja nicht aufzwingen. Und wenn man, weißt du, dann leidet man auch nur, wenn man das abblockt. Also ich kann nicht einfach, wenn ich das, selbst wenn ich es irgendwie von der Kraft her schon könnte, das auf, ich weiß es nicht, also ich weiß, dass es auf jeden Fall schon manchmal ankommt bei anderen, wenn ich auch so körperlichen Sex habe. Also ich weiß es mittlerweile zu 100%. Da hat mir jemand letztens geschrieben, dass sich sein Kronenchakra öffnet. Aber ich habe es dann selber abgebremst, weil eigentlich hatte ich gar nicht so richtig vor. Ich hatte halt schon meinen Fokus auf ihn, weil ich halt mit ihm geschrieben habe. Aber ich habe es dann eben, als es bei mir selber kam, weil ich selber halt auch rumgeträumt habe, ich wusste nicht, ob er das gerade will. Und ich wollte nicht schon wieder irgendeine Energieübertragung machen, wenn ich nicht zu 100% weiß, dass der andere das gerade will. Ich wollte es nicht gegen irgendeinen Willen machen. Genau. Also der Pharao kann mir gern schreiben, wenn ich das mal machen soll. Ich kann das mittlerweile auch irgendwie immer besser, dass ich da irgendwie schneller irgendwie so reinkomme und so. Genau. Ansonsten, ich weiß auch immer mehr, wie andere Leute zur Erleuchtung kommen. Bei denen, wo ich es immer mehr weiß, da gibt es auch so eine WhatsApp-Gruppe. Aber ja, da kommt man halt erst rein, wenn man weit genug ist. Es tut mir leid, aber so ist es für mich auch einfacher. Mir kam gerade die Idee, vielleicht bringe ich mit ein paar anderen kreativen Leuten ein Buch raus. Aber ich brauche halt auch Hilfe beim Umsetzen. Ich bin nur gut bei Ideen machen. Aber keine Ahnung, je größer gerade mein Netzwerk wird, das wächst gerade auch immer mehr, umso besser kann ich das umsetzen. Aber genau, irgendwie so Gedichte über Erleuchtung und keine Ahnung, auch so kreative Texte eben. Und Eckhart Tolle hat ja auch mal gesagt, dass Kreativität und Bewusstsein irgendwie auch zusammenhängt. Ich denke, ich werde aber auch, also zumindest die Texte, die von mir sind, die kommen auf jeden Fall auf den YouTube-Kanal, damit das Ganze auch umsonst ist. Aber ich weiß halt nicht, wie die anderen Personen das machen, die da mitwirken. Aber das ist auch voll schön. Also Aline ist so weit. Die ist manchmal weiter als ich. Ich habe ja auch noch Schwankungen. Dadurch, dass sie halt über 10 Jahre älter ist. Keine Ahnung, sie hat halt einen größeren Wissensstand.
Heißt, wenn sie komplett ausbalanciert ist, hat sie auch eine größere Empathie. Heißt, sie ist auf einem höheren Level. Weil sie ist halt älter, größerer Wissensstand. Aber das wird lustig, wenn ich mal so alt bin wie sie. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Piratin jetzt auch ganz ist. Und ich weiß es noch nicht genau. Ich denke, ich werde es nachher erfahren. Ich freue mich total für sie. Und sie kann auch verdammt scheiße gut Gedichte schreiben. Also was Reime angeht, ist sie besser als ich. Obwohl, ich weiß nicht, wie sie ist, wenn sie erleuchtet ist. Kann sein, dass sie auch... Keine Ahnung, vielleicht ist sie auch allgemein beim Schreiben besser als ich. Das kann auch sein. Quantenverschlüsselung ist cool. Ich muss mir endlich auch mal eine Doku oder irgendwas Schriftliches über imaginäre Zahlen anschauen von Stephen Hawking. Kann mir da jemand eine Doku schicken? Oder irgendwas anderes, was auch nützlich ist. Was ich an Hyperraum mag, ist, er trennt Hedonismus und Heilung nicht, weil das kann man auch gar nicht so genau voneinander trennen. Wegen Selbstliebe. Wenn man sich aber jeden Tag jetzt einen neuen Fernseher kauft, dann ist es halt nichts mehr Besonderes mehr. Dann heilt es auch nicht so. Über Wasser laufen und das Wasser teilen gleichzeitig. Vom Minimalismus habe ich auch ziemlich viel gelernt. Und zwar auch mal glücklich zu sein, selbst wenn man gerade nicht so viel hat. Wenn das Geld zum Beispiel nicht reicht. Dingens. Ich mag von Michael Jackson die Lieder We Are The World und They Don't Really Care About Us. Und ich habe gestern von Rihanna ein Lied angehört. Das kam da zufällig in der geschlossenen, weil da lief Musik TV. Das war voll cool. Jedes Song war so voll wow für mich. Immer dazu gelernt. Der heißt American Dream. Und ich mag, dass Rihanna keinen BH trägt. Die ist frei. Eileen, die früher eine verschleierte Gepardin war, meinte mal, der BH ist das Kopftuch des Westens. Obwohl, war es jemand anderes? Ich verwechsel manchmal Personen. Ich muss gerade nachdenken. Vielleicht war es auch jemand aus dem Jutze. Ach ja, die AfD versucht, das Jutze zu verklagen, wo ich jetzt seit kurzem arbeite. Oh je, die Armen. Liebe. Black Power und White Power. Ich will mit Elon Musk am liebsten so einen Roadtrip durch die USA machen. Und ich will unter anderem auch nach Las Vegas. Vielleicht kann ich da ein bisschen was beweisen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich da ziemlich reich rausgehen werde. Aber ich weiß nicht, ob es Geld ist. Aber es kann sein. Ich weiß es nicht. Bei League of Legends mag ich Lux. Ich muss unbedingt noch mehr Konzentration üben. Ich mag die Herzinsel. Als ich noch in der Klinik war, habe ich ja in einem der Videos gesagt, dass mich so ein Typ spontan angesprochen hat, als ich gerade beim Ententeich vorbeilief. Und er hat zu mir gesagt, dass wir da rüber zum Ententeich gehen. Also ich war da nicht direkt dran, das war noch so ein bisschen Entfernung. Und ich dachte, der will mit mir ins Gebüsch, um irgendwie Sex zu haben. Darauf hatte ich keine Lust. Und genau, es war der was geht gesagt hat und ich dann ich gehe gesagt habe. Und der dann auch meinen Zustand begriffen hat. Ach, ich hätte mit ihm zum Ententeich gehen sollen. Aber das kann er eigentlich auch alleine. Reingeguckt. Ich habe gerade eine Synchronizität erlebt. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Ich mag dahin. Reise nach Jerusalem spielen.
Dankeschön.